Warte mal. Ha, ja, ha, ha. Oh nee. Yeah. Let's go. Diesmal will ich es schaffen. Mit dem Siegel von Orikake mal los. Ich werde es bestimmt schaffen. Glaub an mich. Dein Gegner denkt nach. I'm ready. Why? Ich denke mir nur, why? Was sie will? Natürlich. Ja, genau. Ja, genau. Nein. Au! Pro. I end my turn. Das Siegel von Orikake mal los. Orikake mal los. Selbst drauf hast. Ah! Au! Ach, Cybertrach Mark. Mark? Aber Reparaturwert stark. Werkstatt, nicht wertstark. Das kennt euch so. I end my turn. Seriously? Lame. Was ist denn heute schon wieder los? Au! Gut. Ja. Ich greife an. Und aktiviere meine fette Karte. Kreis der Magie. Ja. Ja, hast keine. Idiot. Are you serious? Ich hätte doch das Ziel von eure Kacke mal los aktivieren sollen. My end. My turn. Your move. Sahne. Sahne Trußteil. Ja. Ja. Also, ja, ich weiß zwar jetzt nicht, was du gerade in diesem Moment denkst, aber ich würde dir raten, damit aufzuhören. Okay, du hast es verschissen. Ich sag dir mal eine verdeckte Karte, Spielkraft. Du hast es verschissen, Bro. Du hast es echt verschissen. Finden Sie Hintergrund langweilig? Ja. Ja. Ich aktiviere das Siegel von eure Kacke mal los. Da hack ich Kraft des Magis. Ich greife an. Gebumst, sag ich dir. Gebumst.
Ich habe gewonnen. Schlitz. Easy win. Get your game on. Neue Helden. Maria, die gefallene Hure. Hulle. Die gefallene Hulle. Oh nee, ich muss mit Esther spielen. Gott, da wird sowas von langweilig. Aber jetzt brauche ich bei Jane und Yuki auf jeden Fall nicht mehr das Geschichtsdeck nehmen. Das weiß ich. Weil nach diesem Duell hat er einfach nur. Das kann ich erwähnen. Das ist aber nur peinlich. Das ist sehr peinlich. Ich aktiviere Landformerin. Gefängnisturm. Ich meine Gefängnisturm, leid. Ich war zu lange im Ausland. In Nordkorea. Danach aktiviere ich Gefängnisturm. Ich hätte vielleicht vorher brennendes Land. Wobei, nee, brennendes Land fickt mich nur. Ich greife an. Gegen den Clayman. Okay, war doch ein Wildheart. Effekt von Gefängnisuhrturm aktiviert sich. Sie hält jetzt eine Gefängnisuhrturm-Spielmarke. Oh nö. Oh nö. Wild Edge Lord. Hi Wild Edge Lord. Was geht? Scare! Ich aktiviere meine verdeckte Karte. Schicksalssignal. Yo. Ich meine, eigentlich aussuchen. Ich aussuchen. Doom Lord. Ich aktiviere die Schild. Es kann jetzt nicht durch Kampf zerstört werden und es wird in den Verteidigungsmodus gelegt. Aber muss nicht in Angriff. Ich setze ein Monster und beende meinen Zug. Der Effekt von Gefängnisuhrturm aktiviert sich. Ein Kampfschaden, scheiße. Ich muss den Gegner irgendwie Kampfschaden zufügen. Aber wie? Aber wie? Fusionsweise bringt mir jetzt nichts, außer dass man Deck ein bisschen kleiner machen kann. Ja, schade, dass er einen Effekt nur im Verteidigungsmodus aktivieren kann. Aber sobald Gefängnisuhrturm 14 Marken hat, rasiert. Come on, gib mir doch mal einen Avion, ja? Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass sie Avion haben will und die gibt's mir nicht. Ich will's doch einfach nur Doggy. Jetzt kann ich mal durch Kampf schon laufen werden. Jo. Frag mal einen Döner-Gigant, richtig? Ja. Hallo Döner-Gigant, was geht? Skir. Ich hab verloren. Skir. Tschüss. Ah, warte mal, ich halte ja gar keinen Kampfschaden mehr. Ich musste. Ich habe zwei Polymerisationen-Deck. Ich habe Fusionsweise benutzt, um eine Polymerisation davon zu bekommen. Und dann ziehe ich einfach random noch eine Polymerisation. Are you serious? Are you sure about that?
Dickschild. Dickschild. My aunt. Ich bände meine Ameise. Unglück. Ja, das beschreibt gerade mein Leben. Ich aktiviere Unglück. Das beschreibt gerade mein Leben. Ha. Bringt nichts. Bringt leider wirklich nichts. Ich wünschte, ich könnte brennendes Land aktivieren. Aber hätte ich vorher aktivieren sollen. War jetzt zu spät. Ich bin ein Idiot. Ich hatte das Spiel 100%ig jetzt schon 10 Mal oder so beenden können. Beziehungsweise das Spiel wäre jetzt 100%ig zu Ende. Als ich Sieger. Ich als Sieger. So rum. Als ob ich kein Avion bekomme. Ich will auch nur ein Avion. Avion. Ja, Trackmaster habe ich sogar sogar noch bekommen. Vor Avion. Alles. Avion. Ich werde jetzt das Deck outgehen. Oder was macht das? Welche Zauberkarte will ich meiner Hand hinzufügen? Unglück vielleicht. Ja, denn das beschreibt nämlich mein Leben nämlich sehr gut. Und ich weiß, wie oft ich den Witz schon gebracht habe, aber das passt einfach. Denn das beschreibt mein Leben gerade sehr gut. Ich hoffe, ich habe mehr als nur einmal Unglück. Diamond Dude. Zetto Käuber. Müsste irgendwie seinen Donnergigant ausschalten. Was nicht elemental halt Elektrum? Ja. Das bedeutet, ich werde auf jeden Fall als erstes Deck aufgehen. Haha, damit hat er es gerade. So 100% dich besiegelt. Ja. Ich müsste nur irgendwie sein Döner-Gigant ausschalten. Ach, für Necro-Shade-Opfer. Schlaue Wahl, hätte ich auch gemacht. Stärkung für die Armee. Puh. Avion. Wie viel Angriffspunkte hat mein Dings? Mein Unsohn Königsenforce 2100 muss da. Er kann nicht durch Kampf zerstört werden, aber durch Karteneffekte. Gerade mein Problem ist. Was die momentane Lage meines Streams sehr gut beschreibt. Ich werde ihn jetzt noch so oft bringen. Beende mein Zug. Ich wollte den Spul. Na, ist scheißegal. Scheißegal, er hat eh Fusionstor. Und wir haben eh noch mindestens einmal Fusionstor im Deck, also. Ja. Das beschreibt die Lage meines Lebens gerade sehr gut. Ich aktiviere Fusionstor. Das beschreibt die Lage meines Lebens gerade ziemlich scheiße.
Auf Feinfried und. Oh, ich hab die meisten ATK, cool. Ich greife an, bevor ich irgendeinen dummen Move mache. Gut. Jetzt kann ich in meinen Main Phase 2 gehen. Brennendes Land aktiviert. Leider, ich bin jetzt beide Spielfeldzauberkarten zerstört. Ja, ich weiß. Ich habe gerade die einzigste Karte mit dem Effekt. Ich habe die Karte weggeworfen, weil ich sie nicht benutzen konnte. Danach aktiviere ich noch einen Gefängnis-Uhrturm. Und ich bin safe. In vier Standby-Phasen. Und der ging halt für die Standby-Phase auch noch 500 Schaden. Und ich auch. Ach, Doomlord? Warum Doomlord? Und dennoch ein Verteidigungsmodus. Au. Au. Das hat gerade Aua gemacht. Was ich. Au. So, ich habe gerade eine relativ gute Verteidigung aufgebaut. Der Gegner kann nämlich niemand anderes außer meinen Phoenix-Enforcer angreifen und der kann nicht durch Kampf zerstört werden. Und dann entfernt diesen Hunsohn einfach aus dem Spiel. Ja. Und noch ein Dickschild, ich meine D-Schild. Ich glaube, wir sitzen 17 Minuten an einer Scheiß-Wix-Runde. 17 fucking Sekunden. Ich aktiviere das Schild. Nur weil du es bist, Schätzchen. Nein, nein, nein. Ich bin Opfer der Doomlord. Noch ein Necro-Shade. Das hat's gebracht. Das beschreibt die Momente. ich beende meinen Zug. Wie lange noch? 6 Züge. Reicht aus. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab auf jeden Fall gewonnen. Außer ich schaff das irgendwie mein Deck noch. Gut, das kannst du auch machen. Die aktiviere ich ausnahmsweise mal nicht, weil ich gerade eine gute Verteidigung aufgebaut habe, mit der ich das Spiel auf jeden Fall gewinnen werde. Deshalb wäre es, glaube ich, scheiße und dumm, würde ich das machen. Wenn ich elegante Voltäter benutzen würde, um meinen Plan, meinen eigenen, selbstgeschmiedeten Plan zu zerstören. Noch 3 Züge und dann ist er tot. Außer schafft es irgendwie mein brennendes Land zu zerstören. Schade, dass kein Unglück gab. Weil das würde bei die Lage meines Lebens gerade ziemlich gut beschreiben. Ich war Kindred. Zum Glück bist du ein Stofftier. Na, was willst du jetzt machen? Jetzt bist du nicht mehr so absolutely flawless. Und? Shane F'n Hund. Because he isn't absolutely flawless. Absolutely flawless. Ich hab gewonnen. Falls er es schaffen würde, irgendwie diesen Zug zu überleben, um mich anzugreifen, habe ich noch Spielkraft und dann kann ich mit Phoenix und Foster direkt angreifen. Ich habe gewonnen. 3, 2, 1, tschüss!
Vom nicht geblendet. Vom Schatz geblendet. Und Jazz. Der Prince. Eton. Wobei ich. Habe ich nicht beim letzten Mal gesagt, als wir das letzte Mal den Chess gekippt haben, dass das sein stärkstes Deck war? Ich weiß gar nicht, was er für ein Deck jetzt hat. Halt echt peinlich. Irgendwie habe ich sowas zu erwarten. Ich weiß nicht wieso, aber das habe ich irgendwie erwartet. Ich greife an. Nehmen wir uns halt zu wenig Angriffspunkte. Muss irgendwie mit seinen Trachten aufrecht zu halten. Na egal. Ah, der. Seems legit. Er gleich direkt zweimal denselben Drachen. Im ersten Zug wohl gemerkt. Du Hund! Du Hure! Makabare Hure! Hure! Ich kann es nicht aussprechen, tut mir leid. Hätten er noch ein? Nee, hat er nicht. Schade. Also sonst hätte er ihn bestimmt noch benutzt. Au! Du kommst einen Zug zu spät. Oh, seriously, that's lame. I end. My turn. It's your move. Ich muss es irgendwie schaffen, mein dunkles Magier-Mädchen spezial zu beschwören, damit ich seinen Drachen wegmachen kann. Wenn ich dann noch das Auge des Timiers, dann kann ich eine Karte werfen und durch den Effekt vom dunklen Magier-Mädchen die Drachen drin kann ich ihn direkt. Falsche Karte. Ich glaube, ich habe verloren. Wenn es so weitergeht. Aber es geht leider nicht weiter. Denn wir gehen die ganze Zeit im Kreis. Das ist ein Rakiki, wäre jetzt gut. Ach. Warum muss er jetzt alle schäsen? Ja, der Schäser. Das klingt nicht gut, oder? Nee. Ich wollte Cheater sagen, aber. Ich wollte Cheater mit Schäs verknüpfen. Aber hat nicht ganz funktioniert, wie ich es erwartet habe. Dieser Schesser. Dieser Schisser. Eine Mischung von Schisser und Schäss. Schesser. Schessermann. Warum hat er dieses Combo an der Uhr? Ja, voll gay. Voll gay. Oh nein. Ach, scheiße. Ich hab den weißen Tigerbeschwörer komplett vergessen. Und seinen fucking Effekt. Aber scheiß drauf. Ha, ich beschwöre Brecher. Der wird dir nämlich deine. Ich wollte seinen Effekt aktivieren, um deine fallende Karte zu zerstören. Ist es gerade dein scheiß Ernst, Chess? Ist es gerade dein Scheiß? Dein Chess Ernst? Ja? Du fucking Chesser. Chessermann. Pass auf, was ich jetzt mache. Das hast du verdient. Ich aktiviere Gespür für Zauberkraft.
Dadurch kann ich ihm eine Zauberzählmarke geben und durch seinen eigenen Effekt erhält er noch eine Zauberzählmarke und dann kann ich noch ein Gespiel von Zauberkraft auf der Hand holen. Und dann aktiviere ich magischer Knall und dadurch, dass ein Zauberkarte aktiviert hat, erhältst du nicht nur 200 Schaden, sondern erhält noch eine Zauberzählmarke. Und dann aktiviere ich seinen perfekten Effekt und den dunklen Magier Spezialbeschwörung auf mein Deck. Ich hätte diese Kombo gar nicht benutzen müssen. Ah nein, du hast mich dazu gezwungen. Ja. Jetzt spürst du deine eigene Medizin. Scheiß. Ja. Ja, sogar mit der crappy Animation. Ja. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, wa? Scheiß. Hör auf, die ganze Zeit Scheiße abzuschreien. Oder du kriegst das da in der Fresse. Hast du mich verstanden? Da bringen dir ein verrätes Schwerter jetzt auch nichts. Weil ich sie bestimmt jetzt Brecher. Fuck. Ich beschwöre makabare Jungfrau. Und dann aktiviere ich die Zauberkarte. Gespür viel Magie. Zauberkraft. Ja, dadurch hat sie einen Zauber und sie merkt und dadurch auch 200 Angriffspunkte und ich kann ein weiteres Gespür für Zauberkraft auf die Hand holen. Du bist dran, Chess. Also zeig mir, wie du es abschässt. Oder abschießt. Wie like Jazz. Warum hat er das jetzt gemacht? Noch eine makabere Jungfrau. Ich setze ein Monster verdeckt und aktiviere noch ein Spiel für Zauberkraft. Die Zauberkraft war so hart, dass sogar mein Headset ausging. Scheiß. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, oder? Jetzt auf, hat den, pass auf. Unangenehm. Oh nein, Gott. Oh mein Gott. Ich hab die unangreifbare Verteidigungskombo gespielt. Du kannst mich jetzt nicht mehr angreifen, du Hund. Damit hast du jetzt nicht gerechnet, nicht wahr? Scheiß. Nein. Es fängt gerade an, erst an Spaß zu machen. Die Scheiß. Greife eine makabare Jungfrau in unserer Verteidigungsposition an. Schade. Dadurch hält nicht jetzt meine eine weitere Zauberzielmarke. Und mit denen kriege ich dann verdecktes Monster an. Schade. Oh, jetzt habe ich kein Monster in meiner Verteidigungsposition. Schade. Hätte ja fast klappen können. Ich war Chess. Hätte. Aber nur hätte. Jetzt wirst du kurz vor Verlieren. Was willst du machen? Chess. Zeig mir, was du drauf hast. Chess. Schade, ich habe mehr von dir erhofft. Du Untermensch. Ich opfere meine schwächere, makabare Jungfrau und beschwöre das dunkle Kawaii-Mädchen. Und jetzt bist du gebumst, denn ich greife eine makabare Jungfrau deine Monsterverteidigungsposition an. Schade. Hat dort nicht so ganz funktioniert, wie du es dir gehofft hast. Nicht wahr, Chess? Ich greife mit Valkyrie des Magiers dich direkt an. Und mit dunkles Kawaii-Mädchen beende ich das Duell. Schade, Chess, nicht wahr? Hätte fast geklappt. Weil da war ich wohl doch ein bisschen zu gut. Ein Herz ausschieten. Ich meine, schicken. Ich wollte schicken sagen, verdrucken. Oh, 29 Minuten. Schade. Weil, es war gerade erst ein Spaß zu machen. gute Hand. Deine Zauberin bringt gar nichts. Ich aktiviere erfahrener dunkler Magier. Weil es eine Zauberkarte ist, wie wir alle wissen. Und ich greife mit erfahrener dunkler Magier dein Monster an. Dadurch beende ich meinen Zug. Du bist dran, Alexis.
Oh mein Gott, ich hab. Alter, ich hab grad das ultimative Band. Gerade im Kopf gekommen, Alter, holy shit. Wenn ich das bringe, ihr werdet mich alle so richtig hart ficken wollen. Wie ich gerade Alexis ficke. Oh, scheiße, Schneedrache. Nein, 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 nein. Bitte beschwör nicht deine scheiß Nacht, scheiß Drache da, den du spielst, aber schon kannst du. Holy shit. Gerade mein Handy aus der Tasche gefallen. Oh cool, ich aktiviere dunkler magischer Vorhang. Ich zahle die Hälfte meiner Lebenspunkte. Alter, dafür kann ich dunkle Magie als Spezialbeschwörung beschwören. Bist du bereit? Nein, ich auch nicht. Achso, ja, stimmt, ich kann Monster beschwören. Schade. Wirklich schade. Warum habe ich gerade einen dunklen Magier den Opferlamm angegriffen? Bin ich behindert? Ich greife einen Kreuzritter von Endymion von irgendetwas nicht direkt an. Du bist dran, Alexis. Zeig, was du drauf hast. Get your game on. Schade, doch nicht. Unlucky. Und nun zeig ich dir, was ich drauf habe. Ich aktiviere das Auge von Timaeus. Ich hoffe nicht. Fusioniere mein dunkler Magier mit und erhalte damit Amulett Drache. Jetzt kann ich alle Zauberkarten von unseren Friedhöfen aus dem Spiel entfernen. Und für jede, die aus dieser Weise entfernt wurde, erhält mein Amulett Drache 100 zusätzliche Attacker. Danach aktiviere ich den Effekt von erfahrener dunkler Magier. Warum versuchst du schnell zu reden? Ich weiß es nicht. Und beschwöre von mein dunkler Magier von meinem Friedhof. Weil ich kann. Ich beschwöre jetzt Valkyrie des Magiers. Ich greife an. Kurzzeit von Endymion greift der Monster an. Amulettdrache, direkter Angriff. Dunkler Magier, direkter Angriff. Und Valkyrie des Magiers. Bringe sie diese Strecke. Schlitz! Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao.